Hallo Kids-Fans, hier ist wieder Joe und euer GD. Und diesmal machen wir einen Sprung auf den Sega Mega Drive, besser gesagt auf die Mini-Version. Genau. Mit 16-Bit. Und das Spiel, wie ihr es schon seht, ist Sonic the Hedgehog. Ja. Aber wir gehen nochmal zurück, weil das ist relativ schnell. Ja. Da seht ihr schon Sonic the Hedgehog. Ja, aus dem Jahre 91. Und ich würde sagen, ohne lange Umschweife, legen wir los. Ja, schon lange nicht mehr gespielt. Also. Ja, das ist Ewigkeit. Diese Grafik habe ich das letzte Mal gesehen auf dem Game Gear. Da habe ich das damals gespielt. Hast du da noch irgendwie ein paar Tricks drauf oder so? Ich war nie der Nintendo-Mensch, weil ich... Nintendo? Sega. Ja, ich war nie der Nintendo-Mensch, weil ich keine gekriegt habe. Aber ich war mehr der Sega. Autsch, okay. Sonic war das erste so Ding, was ich gehabt habe. Und dann hat das da noch geht. Und das konnte erst ab zweiten Tag. Ah, du meinst den Stand drehen? Ja, ja. Gut, das heißt als... So, Anlauf. Das ist eben vorsichtig an, also kein Problem. Vorsichtig, dafür ist das Spiel zu schnell. Stimmt auch wieder. Das ist nicht so wie bei Mario gewesen, dass das das in Ruhe machst, sondern da ging es schon mehr um Geschwindigkeit. Ja, egal. Das wäre der Name nicht passend. Das stimmt. Das ist ja nicht so nicht heißen, sondern langsam. Ui, ja, man sieht jetzt die Geschwindigkeit. Ich glaube, aber da bist du dann an so einer Tafel vorbeigerannt, ja, noch, gell? Ja. Du trotzdem alles noch weiß davon. Ja, den Ring habe ich jetzt nicht erwischt, weil den müsstest du auch noch den großen. Dann hast du nämlich eine Bonus-Stage. Mhm. Wenn du die Bonus-Stage geschafft hast und dann noch den Chaos Emerald rausgenommen hast und alle gekriegt hast, hast du Super Sonic freigeschalten. Ah, okay. Das sieht man, JD weiß viel mehr darüber als ich. Wie gesagt, ich habe es noch auf dem Sega Game Gear gespielt. Genau. Dasselbe, was eben auf dem Mega Drive eigentlich war. Die Levels waren genauso gleich. Ja, Sonic wird sich vom Level-Design nie wirklich geändert. Ja. Okay. Übermut, selten gut. Das sieht man. Ist doch nur noch ein Leben, oder? Oh, die Musik damals. So richtig, wie soll ich sagen, fröhlich? Ja, das ist aber jetzt nochmal zack. Jetzt bin ich noch ein bisschen vorsichtiger hier. Ja, jetzt kommt der vorsichtige Spieler hier raus, oder? Ja, normalerweise kannst du das auch mit Durchrennen hinkriegen, weil durch das bist du eh für kurze Zeit unverwundbar, selbst die Stacheln machen die nicht. Ja, achso, vorher bist du ja gefallen, ja. Ja. Na bitte, kommst du doch weiter. Vielleicht schaffst du es auch noch, dass du wieder ein Zusatzleben bekommst. Yeah. Jo. So viel zu dem Thema. Ich würde sagen, das war jetzt ein bisschen ziemlich kurz jetzt da gerade. Legen wir noch eine zweite Runde ein. So, zweite Runde, auf geht's. So. Und diesmal. Like, warum haben wir jetzt eigentlich das Sonic the Hedgehog eigentlich aufgegriffen? Aktuell jetzt wegen dem neuen Film, oder? Um ein bisschen also Fleischwerbung zu machen. Aus jedenfalls nicht, einfach nur weil es. Wenn man schon mit Sega anfängt, sollte man auch gleich mit dem Aushängeschild davon gleich anfangen. Mhm. Ja, jetzt fängt die ganze Geschichte schon ein wenig besser. Oh! Den Ring erwischt. Naja,
Gut, dann nehmen wir die erste Spielrunde als Warm-up einfach an. Genau. Das war ein Warm-up. Ja. Das hat keiner gesehen, das Nein, ist das war jetzt nichts. Oh, so. Yeah. Weil da ging es dann wirklich einfach nur um die bis zu den Chaos Emerald zu kommen. Ohne auf die netten Stoppdinger, die so von Leuchten reinzufallen. Es ist zeitlich begrenzt, oder? Nein, du könntest es, wenn du es hinkriegst, wirklich ewig da drin hängen, aber da es dann nämlich wirklich oft Sachen gibt mit den Stops und anderen. Okay. So wie das Teil da. Ah, du musst da jetzt nach links, oder? Man muss eigentlich schauen, dass man so gut wie möglich die Ringe alle bekommt, aber das ist nicht leicht. Okay. Wenn du alle Ringe hast, kommt der Chaos Emerald und dann okay. Hast du Nummer 1 geschafft. Gut, gut. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie viel es insgesamt waren, aber es waren genug. Mhm. So. Gut. Das Einzige, was man muss immer noch ein bisschen anders für gewisse Sachen. Ja. Nee. Ah, das war jetzt ein wenig zu langsam. Ah, du bist jetzt da an den Ringen vorbeigehopst. Ja. Ich will das doch noch halbwegs irgendwie ausnutzen. Mhm. Okay. Aber du hast noch drei Leben. Es läuft schon mal besser vorher. Es läuft besser als in der Warm-Up-Runde, muss man ehrlich sagen, ja. Bis jetzt. Wer Sonic und so weiter die ersten Teile gespielt hat, weiß nämlich, was dann eigentlich kommt. Kannst du es eigentlich ruhig an so einem Upkids-Fenster drauf haben? Du siehst doch nicht, wenn ich es wirklich so weit schaffe. Okay. Es gab immer nur drei Stages, wenn ich mich noch recht erinnere. Nein, wir wollen nicht. Ja, das ist. Wow. Bist du noch schön dazwischen gelandet? Was ist das hier? Ah. Dr. Robotnik. Au, das hat weh. Ah. Nein, das ist nicht gut. Ein Ring hast du noch. Mhm. Jetzt wird's blöd. Jetzt wird's gefällt dir gau. Ah. Der hat da schon, der hat ein gewisses Timing immer. Okay. Ah, ohne Ring, macht das wenig Sinn. Da kannst du noch. Ah, da, schau. Da hat er noch Ringe. Ich glaube, jetzt hast du deine Taktik schon gefunden. Na bitte!
da verschwindet er einmal. Dann ist nochmal Party. Ah, und sie sind alle frei. Toll, toll. Es gibt nämlich immer nur drei Stages und dann dritten, bei der dritten Stage kommt nämlich dann Dr. Robotnik immer mit was ganz Neuem. Ich kann mich noch erinnern, da hat es auch ein Level gegeben, eine Passage, da musstest du ja auch Luftblasen immer nehmen, gell? Das ist da die dritte Passage. Okay. Und die kann ich mich noch erinnern. Die Magma Passage ist da nämlich auch. Oh, oh, oh. Und dann natürlich so kleine Passagen auch. Okay. Liebster Passagen, paar Anti, kann ich mich eh nicht mehr erinnern. Muss ich ehrlich zugeben, also das ist wahr. Okay, fällt der jetzt runter? Nein, der nicht. Ah, die drohen noch runterzufallen, aber die fallen nicht runter, okay? Ja, die sollen dich ein bisschen irritieren. Also ich würde es eher Foppen nennen. Oder so. Ho, 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 ho. Ah, nein, 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 nein. Oh. Na, darum das Schild. Hä? Was war das jetzt mit diesen Punkten? Das ist sozusagen eine Zusatzanlage. Okay. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte es nicht so weit geschafft. Sonic habe ich damals gespielt bis zum Erbrechen. Okay. Nämlich jeden Sonic-Teil. Da ich ja mit einer Sega-Konsole gesegnet war und leider nicht mit Nintendo, was mich im Grunde genommen am Ende dann nicht gestört hat. Ja, es war technologisch der sehr große Unterschied. Man hat dann schon gesehen, dass einfach Sega hier mehr beim Grafischen und bei der Schnelligkeit von dem Ganzen und vom Controller heraus eigentlich eher besser dran war dann schon. Ja, nur populärer war einfach Nintendo. Ja gut, Nintendo, man kann ja sagen, Nintendo ist der Vater von allem, oder? Durch Nintendo wurde das Ganze geboren, oder? Ja, wenn du die vorigen Videospiele nicht mitrechnest, mit Pong und Tennis und Dänen. Ja. Von alten Jaguar-Konsolen oder. Von Pong wollen wir jetzt gar nicht reden, weil Pong war ja wirklich die. Aber so auf den alten Jaguar und die ganzen anderen Konsolen, das ja. Ja, da gab es damals ja auch schon wesentlich. Pitfall. Pitfall. Mhm. Zum Beispiel. Der Indiana Jones, der 8-Bit. Oh ja. Sagt mir sogar noch was. Ich meine, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es gehört. Ja. Jetzt habe ich es verhauen. Muss dann nochmal zurück, ja. Okay. Ah. Ich will das nicht. Oh, ja. Jetzt musst du aber wirklich aufpassen. Mhm. Ja, genau bei dem letzten müsste man richtig springen. So. Au! Das war ja nicht das letzte. Ja. Aber deswegen gibt es ja diese Zwischenspeicherpunkte, damit du nicht gleich von ganz hinten anfängst. Aber ich glaube, hier war jetzt keiner, gell? Vielleicht nur den Punkt, den man übersehen hat.
haben oder ja. Au! Wenigstens konntest du einen Ring retten. Ah, das ist der Ehrenring. Das ist der eine Ring. Der eine Ring. Also jetzt sind es zumindest 4. Na, das geht ja schon mal. So. Pardon, wenn ich ein bisschen ruhig bin, ich versuche, dass JD sich da ein bisschen mehr konzentrieren kann. Na, und das. Weil die Dinge auf die draufspringen, ist nicht. Was man trifft den Kopf. Autsch! Jetzt reicht's. Oh, bin ich mit. Du musst den Kopf erwischen, oder? Ja. Das ist nicht zum Hintern erreicht. Oder man macht das so. Da kannst du sogar durch die Lava durchlaufen. Ja. Du musst es nur schnell genug nutzen. Ich muss warten, bis das Ding wieder runterkommt. Ja. Ja, 10.000 Punkte einfach so, okay. Gut. So, ein Leben, dritte Stage, das wird. Da bin ich gespannt. Autsch. Schau ich hier. War schon ein bisschen knapp. Ja. Ah, 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 ah. Na. Es sind manche tricky Passagen dabei, da. Headbanging. Okay, ich hätte jetzt nicht dann gedacht, ehrlich gesagt, dass ich da links hochspringe. Oh.
solange du ein, nun zumindest einen Ring hast, hast du immer noch eine Chance. Au, das tat weh. Ja, dreh dich nur um. Vielleicht hat das Ding. Uff, okay, ich hab's verstanden. Pardon. Du hast unten so, oder? Ah! Ja, so. War sehr weit geschafft, sehr weit geschafft. Dass unsere Kids-Fans ein bisschen was zum Sehen hatten, wenigstens. Ja, das war's heute mal wieder. Mit dem hier. Diesmal von der Sega Mega Drive Mini 16-Bit. Mit Sonic the Hedgehog aus dem Jahr 91. Mhm. Ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Hoffe ich auch. Dann hinterlasst uns einfach ein Like, einen Kommentar. Und einen Daumen nach oben. Ja, der Daumen nach oben habe ich ja schon. Trotzdem. Und wenn ihr noch mehr solche Videos gerne sehen möchtet, jetzt natürlich noch ein Abo, ja? In dem Sinne wünschen euch die Old Kids, Joe und JD auch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.